Da bist du ja wieder. Ein Glück. Lass das endlich. Ich habe mir Sorgen gemacht und ich mache mir sonst nie Sorgen. Bleib weg von mir, Levon. Wow. Mit Blumen hatte ich zwar nicht gerechnet, aber ein Dankeschön wäre ganz nett dafür, dass ich dich unter dem Schutt rausgezogen und dich auf dem Buckel hierher geschleppt habe. Du begreifst das nicht, Levon. Ich... Was? Hey, ich habe Veronica getötet. Was? Ich habe sie getötet. Und das ist noch nicht alles. Ich verwandle mich. Ich habe Veronicas Leiche gesehen, als hätte sie einen Schattenjäger zerrissen. Du hättest niemals. Das war ich. Die Experimente von Walt. Damals im Krankenhaus. In der Jerry-Datenbank stand nichts über mir. Aber über das Medikament, das Walt uns gab. Bei mir wirkt es am stärksten. Walt sagte mir, dass Mia tot ist. Ich muss hier weg. Vor mir ist niemand sicher. Niemand. Und wenn er dich angelogen hat? Wenn Mia doch lebt? Selbst wenn nicht. Du hast Veronica nicht getötet, Aiden. Das warst nicht du. Glaub mir, das warst nicht du. Wenn Walt an deiner Verwandlung schuld ist, dann bringen wir ihn dazu, sie rückgängig zu machen. Okay? Ich helfe dir. Wie? Walt hat die Hemmstoffe entwickelt. Also weiß er auch, wie man ihre Wirkung umgeht. Was ist das? Komm, wahrscheinlich stürzt wieder gerade ein Gebäude ein. Oh mein Gott. Der Schlechte. Er bringt zu Ende, was er vor 11 Jahren begann. Es ist Walt. Er hat den Schlüssel eingesetzt. Damit ging alles los. Wovon redest du da? Dylan wollte verhindern, dass Walt den GRE-Schlüssel kriegt. Er wusste, dass dann die ganze Stadt in Gefahr ist. Walt holte sich den Schlüssel von Veronica. Und dann floh er. Er braucht ihn offenbar für was anderes. Begreifst du es jetzt? Du musst ihn aufhalten. Ihn und Williams. Um jeden Preis. Levon, ich kann nicht kontrollieren, wann die Verwandlung kommt. Es könnte jeden Moment... Wenn du spürst, dass was passiert, geh einfach zu einer UV-Lampe. Alleine kann ich sie nicht stoppen, Aiden. Okay. Okay, holen wir sie uns. Das ist der Aiden, den ich kenne. Juan sucht dich. Ich soll dir sagen, dass er an Rose altem Außenposten ist. Ist er nicht auf dem Schiff? Offenbar nicht. Seine Stimme zitterte. Er sagte, er hätte Infos über Williams für dich. Vielleicht erfährst du was Neues. Ich muss zum Fischauge und mich um die Verwundeten kümmern. Und um Frank. Er ging, um die Leute vor den Raketenangriffen zu warnen. Angeblich hat es ihn schwer erwischt. Aiden, keiner darf von Veronica erfahren. Vergiss das nicht. Ich weiß, dass du es nicht warst. Aber Jack, die Peacekeeper, denen ist das egal. Sie dürfen uns nicht aufhalten. Werden sie auch nicht. Thank you.
Mia! Die Scheiße ist am Dampfen, Aiden. Was machst du hier? Mich verstecken. Matt will meinen Kopf. Den würde ich gern behalten. Ist doch mein bestes Stück. Aber hey, wo sind meine Manieren? Wie lief es mit der GIE-Datenbank? Na, war ein Reinfall. Die Infos, die ich wollte, waren nicht drin, ey. Hey, was ist? Scheiße. Vielleicht solltest du mal zum Arzt. Nein. Nein, warte. Was ist denn mit dir los? Lass nur, mir geht's gut. Bist du sicher? Es ist bloß der Luftangriff. Der geht mir einfach nicht aus dem Kopf. Ich bin bald wieder der Alte. Na, wenn du meinst. Aber wieso will Matt deinen Kopf? Hat er herausgefunden, dass du ihm nachspioniert hast? Nicht nur das. Es gibt da was, was du wissen solltest. Sag nicht, du hattest was mit dem Angriff zu tun. Bist du irre? Natürlich nicht. Matt jagt mich, weil er dem Colonel die Schuld gibt. Er glaubt, ich stecke mit ihm unter einer Decke. Aber nur eine dieser beiden Behauptungen stimmt nicht. Was soll das heißen? Heißt das, du und der Schlechter... Fuck! Hörst du das? Wir kriegen Besuch. Ich seh mal nach. Warte. Gerne doch. Der Pilger! Der Pilger ist bei ihm! Hey, Moment! Ich... Stirb, du Verräter! Komm raus, du Stück Scheiße! Wir kriegen dich so oder so, du schlechter Freund! Hier liegt eine Leiche. Siehst du das? Eine Leiche! Hier lang! Tötet die Verräter! Wie gefallen dir die Peacekeeper jetzt? Du gehörst mir. Versuch das mal. Nicht ins hier Ende. Sind Sie weg? Raus mit der Sprache. Was zur Hölle ist hier los? Es könnte sein, dass ich kürzlich mit Williams in Kontakt stand. Warum das denn? Entspann dich. Erinnerst du dich noch, was ich dir sagte? Williams war nicht für die Angriffe vor 11 Jahren verantwortlich. Und jetzt auch nicht. Aber er ist der Schlechter. Er arbeitet mit Walls. Nein, glaub mir. Matt will den Damm angreifen. Er will alle auslöschen, die von seinen Verbrechen wissen. Heißt... Er will die Stadt überfluten. Und das will ich verhindern. Wie hast du ihn kontaktiert? Entspann dich, Aiden. Können wir nicht ganz normal reden? Wenn du nochmal entspann dich sagst, bring ich dich um. Ich muss zu Walls. Und Williams ist der Einzige, der weiß, wo Walls ist. Wie hast du ihn kontaktiert? Ich kenne da eventuell einen Fahrer. Ein Arschloch namens Steve. Der kann dich in die Festung bringen, um persönlich mit Williams zu reden. Ich arrangiere das. Und jetzt entspannen.
Und jetzt gib mir ein wenig Zeit. Mach bloß schnell. Wird gemacht. Versprochen. Ich melde mich, wenn es soweit ist. Jetzt muss ich ein anderes Versteck finden. Wie zum Henker haben die mich aufgespürt? Luan, Juan kennt einen Weg, wie man den Colonel erreicht. Es war ein Massaker, Aiden. Was? Wo bist du? Kantine. Komm her, schnell. Viele Verluste. Frank ist in kritischem Zustand. Okay, ich bin unterwegs. Was ist mit Frank? Er kämpft noch, aber es ist nichts mehr da. Medikamente, Wasser. Ich bring sie um. Ich töte Williams und Waltz. Wie konnten sie das tun, Aiden? Psychopath. Lawan, es sieht nicht gut aus. Aiden! Ich bin hier, hier. Das wird wieder. Ja, klar. Lass den Scheiß, Aiden. Versprich mir, was auch passiert. Versprich mir, dass... Lohan... Ich beschütze sie, Frank. Ich verspreche es. Frank... Frank... Frank? Frank? Frank, du Mistkerl! Halt durch! Du bist ein verdammter Nightrunner! Du hast versprochen, mich nicht zu verlassen. Luan, wo gehst du hin? Nach Hause. Mich bereit machen. Ich werde Williams und Waltz töten. Leb wohl, Frank. Juan, du hast gesagt, du weißt, wie man Williams findet. Ja, vielleicht. Wieso? Sag es mir. Frank ist tot. Was? Oh, Scheiße. Aiden, wir dürfen das nicht überstürzen. Keine Zeit. Luan geht alleine zur Festung. Sie tut... Was? Du musst sie aufhalten, Aiden. Wenn sie Williams umbringt, sind wir alle am Arsch. Halt sie auf und warte auf mein Zeichen. Ich bringe dich in die Festung. Warte einfach. Ich tue, was ich kann. Luan? Luan, bist du da? Ich bin hier. Du kannst nicht zur Festung gehen, Luan. Willst du einen Schluck? Ich will einfach nur, dass du hier bleibst. Das ist alles. Das ist alles? Sei einfach ein Freund, Aiden. Kannst du dich einfach zu mir setzen? Frank, wo auch immer du bist, der ist für dich. Genauso sollten wir uns wohl an ihn erinnern.
Wenn du das so sagst, klingt das wirklich richtig traurig. So, trink. Luane, du bist in meiner Nähe nicht sicher. Du weißt, dass ich es nicht kontrollieren kann. Als ich bei Juan war, hätte ich mich fast verwandelt. Mit Walls werde ich allein fertig. Das ist was zwischen mir und ihm. Das weißt du. Er kann mir sagen, was mit mir passiert ist und wie ich meine Verwandlung aufhalten kann. Dann gehe ich. Ist das also ein Abschied? So in etwa. Vielleicht nicht. Rede keinen Quatsch. Hier gibt es UV-Lampen. Ich bin hier sicher und ich will nur eins klarstellen, Aiden. Nur eins. Ich gehe mit dir. Wir töten sie zusammen. Du bekommst deine Rache. Nimm mir meine nicht weg. Luan, du musst dich von der Festung fernhalten. Warum? Weil der verfickte Juan es sagt? Wir kriegen sie. Aber nicht heute. Nicht so. Es ist zu gefährlich. Du wirst da drin sterben. Und Und was kümmert dich das? Erspar mir deine, was auch immer das sein soll. Wütend zu sein ist okay. Und wer zur Hölle bist du? Hallo, Herr Buddha, Captain Yoga, Erleuchtungspisser. Schön, dich kennenzulernen. Jetzt halt dein verdammtes Maul und gib mir meinen Freund zurück. Redest du über mich oder die Flasche? Ich will nicht, dass du stirbst. Das ist alles. Tu nicht dauernd, als wärst du mein Vater, Aiden. Das war Franks Rolle. Ich werde das vermissen. Ich vermisse ihn. Ja, ich weiß. Hast du jemals Angst? Also, wirklich Angst? Wie meinst du das? Angst, dass das alles hier sinnlos ist. Dass nach all dieser Plackerei du deine Schwester nicht findest. Nie? Ich habe mehr Angst davor, in was ich mich verwandle. Dass ich ein Monster werde, wie die, gegen die wir kämpfen. Du wirst nie ein Monster. Niemals. Gib mir deine Hand. Ich beiße nicht. Zumindest nicht fest. Erinnerst du dich? Siehst du? Du bist wie ein Bruder für mich. Du würdest mir nie wehtun. In meinen Augen wirst du nie ein Monster sein. Egal. Keine Sorge. Ich gehe nicht in die Festung. Du kannst dich beruhigen. Bist du sicher? Ja. Ich bin verrückt. Aber nicht so verrückt. Ich warte. Dieser verschrobene alte Mistkerl sagte immer, ich sei die Zukunft der Nightrunner. Er würde von den Toten auferstehen und mich umbringen, wenn ich sowas Dämliches tun würde. Auf Frank. Auf dich, Frank. Aiden? Ja? Ich bin betrunken. Kein Scheiß. Und ich bin traurig. Na, ich bring dich ins Bett. Okay. Lass mich nicht allein heute Nacht, okay? Bleib einfach hier. Klar.
Lawan? Lawan? Was zum... Ich konnte nicht bleiben. Tut mir leid. Du bist doch gegangen? Lawan. Juan. Endlich! Wie sieht es aus? Sie ist zur Festung. Was? Scheiße! Oh, scheiße, scheiße! Hör zu, der Transporter steht beim alten Einkaufszentrum, Ecke Garrison und River End. Wenn sie Williams umbringt, ach, dann sind wir alle am Arsch, Aiden. Vielleicht geht sie selber dabei drauf. Ja, klar. Hör zu, so leicht kommt die da nicht rein. Schnell, so darf es nicht enden. Lawan? Scheiße. Lawan, hörst du mich? Ich bin unterwegs zur Festung des Colonels. Warte dort auf mich. Bleib, wo du bist. Und lass den Schlechter erstmal, bis ich dort bin. Hast du verstanden? Na, ich muss irgendwie dahin. Hey, ein Eindringling! Gegen ein Kätzchen? Wie die Peacekeeper ist nicht. Jetzt bist du geschafft. Mal sehen, wie hart du wirklich bist. Jetzt hast du echt ein verdammtes Problem. Nimm das, du Arsch. Ich wette dich ab. Du entkommst mir nicht. Kannst du mir jetzt bist du am Arsch. Bist du bereit? Du Arsch. Fliehen ist nicht mehr. Bereit zu sterben? Willst du das zusammenfassen? Ich melde dich an! Nimm das! Oh.
Na, wen haben wir denn da? Kommst du freiwillig mit? Nein, spar dir die Antwort. Wir haben nicht vor, dich zu verhaften. Bringt den Verräter um. Ich will nicht gegen dich kämpfen, Mayer. Was irgendjemand will, spielt keine Rolle. Was eine Rolle spielt, sind Befehle. Hör nicht auf Matt. Toller Vorschlag. Ich habe keinen Bock auf ein Standgericht. Er war es. Er steckte hinter den Raketenangriffen vor Jahren. An Verschwörungstheorien glaube ich nicht, Aiden. Du weißt, dass es Wahnsinn ist, Williams anzugreifen. Er wird uns alle umbringen. Hör auf, mich zu verwirren. Du begreifst das doch, oder? Ich will nur, dass der Wahnsinn endlich aufhört. Bringt ihn zum Schweigen. Bring mich in die Festung. Dich? Bist du irre? Fahr einfach. Alles okay ist. Da bin ich! Was ist denn los? Willst du wissen, warum ich so lange brauche, oder? Bist du unterwegs? Dauert so lange? Eigentlich nicht, denn... bin gleich da. Alles okay. Wir setzen die Brücke. Mach jetzt nicht! Ich beeil mich. Beeil dich noch mehr! Hey! Da ist jemand! Harry! Jemand angegriffen? Matt? Pickers? Fuck! Beeil dich besser.
war das? Du hältst besser die Klappe. Bleib hier. Die Frau, die das gemacht hat, willst du echt nicht kennenlernen. Kapiert? Klaro. Klappe halten. Kann ich. LaJuan, ich weiß, dass du hier bist. Ich habe die Leichen gesehen. Bitte geh nicht allein zu ihm. Warte. Oh, LaJuan ist tatsächlich hier. Ich muss mich beeilen. Zurück, oder ich töte euch beide. Baby, ich flehe dich an. Tu es nicht. LaJuan? LaJuan, warte. Und du bist Aiden, nehme ich an. Nett, dich endlich mal zu treffen. Halt dich da raus, Aiden. Wie du siehst, haben wir sowas wie einen Showdown. Stopp deine Männer, Williams. Warum? Damit du mich umbringen kannst? Glaub mir, du willst mich nicht töten. Denn dann wirst du den nächsten Raketenangriff nie stoppen. Halt's Maul, Arschloch! Wovon redest du da? Lass meine Frau gehen, dann erkläre ich dir alles. Ich lasse dich hier nicht zurück. LaJuan? Was ist das für ein Raketenangriff, von dem du redest? Das Ausfallsicherungsprotokoll, das ich vor Jahren gestoppt habe, wurde reaktiviert. Was zur Hölle heißt das? Dass uns Bomben auf den Kopf fallen. Um die Kontaminationszone zu vernichten, wie in anderen Städten. Es ist noch nicht vorbei. Blödsinn. Er lügt. Wie immer. Glaubst du, Villador hat zufällig überlebt? Wenn du mich tötest, wirst du den Angriff nie aufhalten, Aiden. Ich lass nicht zu, dass du ihr wehtust. Erschieß ihn, LaJuan. Yeah!
Was denn jetzt? Da ist der Pilger. Auf die Knie, du Bastard. Bettle um dein Leben. Ich sagte, auf die Knie. Hier drüben, Hurensohn. Leg ihn um. Hier drüben, Hurensohn. Jetzt hab ich dich, Arschloch. Ich hab dich. Wir müssen... Luan, bist du in Ordnung? Ich hab was gehört, Aiden. Aus der Richtung. War vielleicht der Schlechter. Ich hab seine Stimme gehört. Er versucht zu entkommen. Wir müssen ihn schnappen. Luan, warte. Du blutest. Bitte. Ich hatte schon schlimmere Karte. Bleib hier. Ich suche Williams. Na gut. Bring ihn diesmal einfach um und richte ihm vorher schöne Grüße von mir aus.
Was ist passiert? Ach, weißt du, seit in der Stadt die Munition knapp wurde, habe ich ein paar Kugeln für besondere Anlässe zurückgelegt. Ich hätte nie gedacht, dass meine Frau Anna diese Waffe vor mir benutzen würde. Alles deine Schuld. Wegen dir hat sie sich das Leben genommen. Nimm die Waffe runter, hörst du, Williams? Wir haben lange auf diesen Moment gewartet. Aber wegen dir kann sie nicht mehr dabei sein. Was soll das heißen? Krieg. Krieg zwischen den Peacekeepern. Rainer hat sie überzeugt, dass der Sturm auf die Festung Irrsinn ist. Es kam zum Aufstand. Doch es ist zu spät. Ich konnte sie nicht beschützen. Ward hat gewonnen. Sag mir, wo Walls ist, Williams. Wenn nicht, bringe ich dich zum Reden. Mach dich nicht lächerlich, Junge. Du magst talentiert sein, aber ich bin hier der mit der Waffe in der Hand. Du drückst eh nicht ab. Warum sollte ich nicht? Weil dich das endgültig zum Schlechter machen würde. Du willst Walls aufhalten, aber alleine schaffst du das nicht. Gib mir die Waffe und sag mir, was du weißt. Du willst ihn wirklich aufhalten, Aiden? Ich will auch nicht, dass die Stadt zerstört wird. Erzähl mir mehr über die Raketenangriffe. Sie sind Teil eines militärischen Ausfallsicherungsprotokolls. Im Falle eines Durchbruchs. Als Walls den Schlüssel einsetzte, wurde das Protokoll aktiviert. Gibt es eine Möglichkeit, die Raketen zu stoppen? Laut Protokoll geht das nur mit demselben GHI-Schlüssel, der die Sequenz ausgelöst hat. Ja, Walls hat mir den Schlüssel abgenommen. Wir müssen uns also beeilen. Wo finde ich Walls? Er ist unterwegs zu X-13. Wieso? Wo ist das? Ich weiß nur sehr wenig. Aber er sprach davon, als wäre es seine letzte Hoffnung. Es ist der GRE-Hauptkomplex. Er wurde bei der Isolation der Stadt erbaut. Dort werden die geheimsten Einsätze durchgeführt. Woher weißt du, dass Walls dorthin will? Weil er deshalb seine Abtrünnigen zum Zentralring geschickt hat. Aber vor allem, weil das auch aus seinen Notizen in seinem Zimmer hervorgeht. Geh und schau sie dir an. Sie sind im westlichen Flügel. Ich besorge dir einen Transport. Beeil dich lieber. Warum hast du mit diesem Irren zusammengearbeitet? Er ist ein Irrer und zugleich ein Genie. War äußerst nützlich. Ich wollte, dass er meine Soldaten optimiert. Und das hat er. Aber mir war nicht bewusst, dass er sie gegen mich aufbringen würde. Dass er sie für seine eigenen Zwecke missbraucht. Welche Zwecke? Das hat er mir nicht gesagt. Aiden, warte. Ich sehe es an deinen Augen, Junge. Du warst eine seiner Testpersonen, oder? Du verwandelst dich. Darum muss ich ihn finden. Ist da jemand? Er hat ja an irgendwas gearbeitet. Was hast du mit uns gemacht, du kranke Sau? Aiden, ich habe deinen Transport arrangiert. Komm nach draußen. Thank you.
Wir müssen reden. Du suchst? Ich. Kommst du mit mir? Sei realistisch. Dein Plan hat nur eine ganz geringe Erfolgschance. So leid es mir tut. Wenn du Waltz nicht stoppen kannst, mache ich mich vom Acker. Weit weg von dieser Stadt. Fern von Raketen und Tod und so. Solltest mitkommen. Schließlich bist du ein Pilger. Du weißt, wie man da draußen überlebt. Ich bin zu nah dran, Juan. Ich muss Waltz kriegen. Bei dir halten sich Mut und Dummheit echt die Waage. Na gut, steig ein. Ich nehme den anderen Wagen. Dieser Wolke fern! Er darf nicht in den Tunnel kommen!
Alles in Ordnung? Bist du verrückt? Natürlich nicht. Ich hasse Blut. Vor allem, wenn ich mein eigenes sehe. Mann. Abtrünnige töten Abtrünnige. Peacekeeper töten Peacekeeper. So weit sind wir gekommen. Wieder ein Angriff. Williams hatte recht. Natürlich hatte er recht. Wir müssen Walt den Schlüssel abnehmen, bevor er die ganze Stadt zerstört. Ich schätze, unser aller Schicksal liegt jetzt in deinen Händen, du dummer Mutiger und, darf ich sagen, gut aussehender Narr. Pass auf, diese Wolke ist ein wirbelndes Miasma aus Chemikalien. Sie kann dich töten oder in ein Monster verwandeln. Na, zu spät für solche Bedenken, Juan. Verdammt, hier ist nichts. Hakon! Hakon, hörst du mich? Ich komme. Alles wird gut. Wirst du sie heilen? Ich tue, was ich kann. Sie ist schwach, viel schwächer als die anderen Kinder. Aber du kannst sie retten, Aiden. Du kannst sie retten. Was war das? Scheint, sie sind hier lang gegangen. Na, da gehst du also hin. Ich werde dich finden. Ich werde dich finden und töten. Thank you.
glaube, ich habe sie gefunden. Ich bin so nah dran, LeWarn. Was suchst du hier, du Wahnsinnsknabe? X-13, endlich. Gerätst immer noch in Schwierigkeiten, was? LeWarn, was machst du denn hier? Glaubst du, ich überlasse dir den ganzen Spaß? Das sieht nicht gut aus. Und du, LeWarn, bei mir bist du in Gefahr, das weißt du. Du verstehst nicht. Diese Bastarde haben einfach alles vernichtet, was ich liebe. Alle, die bei dem Angriff starben. Frank ist tot. Dich will ich nicht auch noch verlieren. Mir passiert schon nichts. Das sagt ihr alle. Hey, schau mich an, LeWarn. Sieh mir in die Augen. Sieh mich an, LeWarn. Ich werde zurückkommen. Ganz genau, weil ich mit dir gehe. LeWarn! Frank meinte ständig, ich sei zum Night Runner geboren. Jetzt will ich's beweisen. Ladies first. Wird schlimmer, nicht wahr? Du bist blass. Ist schon in Ordnung. Wir werden ihn finden, bevor es fortschreitet. Wir schaffen das. Ist das klar? Ja. Ja, bringen wir es zu Ende. LeWarn, bist du da? LeWarn! Aiden, ich habe mich um die Wachen gekümmert, aber ich habe keine Ahnung, wie man die Tür öffnet. Ich weiß wirklich nicht, wie ich sie aufkriegen soll. Versuche, anders reinzukommen.
Alles in Ordnung? Sicher. Die da? Vielleicht nicht so. Lass sehen. Lass es. Wir haben größere Probleme. Da. Oh mein Gott. Was ist das alles? Sie haben hier Lebensmittel gebunkert. Brennstoff, Wasser. Mann, sieh dir das an. Sie haben hier Vorräte gehortet. Wow. Mein Gott. Der GRE wollte wohl, dass ein paar Leute die Seuche überleben. Wie die Arche. Arche? Die Arche Noah aus der Bibel. Noah war dort das Ziel, Tierpaare zu retten. Nicht wie hier. Wo es wahrscheinlich bloß so ein paar Ziegenficker vom GRE sind. Für Normalsterbliche scheint das nicht zu sein. Nö, egoistische Ärsche. Und es hat ja auch wohl keiner hier reingeschafft. Das Virus verbreitete sich schneller als gedacht. Die Gerechtigkeit siegte. Walls war sicher auf dem Weg hierher. Er wusste, dass es hier alles gab, was er zum Überleben brauchte. Wir müssen ihn finden, verstehst du? Ich geh vor. Tut mir leid, Junge. Hättest mich töten sollen, als du die Chance hattest. Passt es dir jetzt? Vergebene Chancen gehen meist nach hinten los. Meine Herren. Lauern! Halt dich da aus! Deinen Clowns kannst du befehlen, mir nicht. Hakon? Stur wie immer. Du warst schon immer ein egozentrischer Arsch. Sollte das etwa meine Gefühle verletzen? Ich habe eine klare Schussbahn. Warte. Wir sollen sie töten. Warte, verdammt. Sie könnten für Walls nützlich Was sein. Was soll die Scheiße? Willst du selbst ein Gold in den Schädel nicht? Hakon! Nein! Scheiße. Hilf ihm! Reinmachen!
Was macht deine Wunde, Täubchen? Nur ein Kratzer. Nichts gegen den Kater nach Franks Vogelkirschen-Wodka. Ich glaube immer noch, er hat die Flasche nicht von mir versteckt, um mir eine Lektion zu erteilen. Ich weiß noch. Ich weiß, wie du mir das erste Mal davon erzählt hast. Autsch! Du hast Glück, Junge. Du hast Glück, dass sie bei dir war. Sonst hätte ich dich getötet. Ich habe die Pläne gesehen, Aiden. Zum Kontrollraum geht's da lang. Boyd sucht dort bestimmt was. Ich gehe ihm nach. Schaff Harkon hier raus. Bring bloß den verdammten Schlüssel zurück, Aiden. Oder wir sterben alle. Thank you.
Hauen wir jetzt ab, oder was? Aber... jetzt? Nein, wenn wir alt und grau sind. Jetzt, Avi! Wir brauchen Vorräte. Alles schon bereit. Das sind unsere Betten. Warum kann ich mich nicht an dieses Foto erinnern? Wer hat das geschrieben? Niemand! Ich verlasse dich nicht. Schwöre es! Das muss ich nicht. Nichts könnte uns jemals auseinanderbringen. Nichts. Aiden, komm schon. Es ist Zeit. Keine Sorge. Was zum... Oh, verdammt. Okay, das geht vorüber. Es tut weh. Ich weiß, Junge. Ich bin ja bei dir. Aiden. Feuer! Feuer im Labor! Wo ist Mia? Ich werde sie finden. Versprochen. Lauf! Was passiert mit mir? Aiden. Aiden, alles in Ordnung? Ja. Klingt, als werden irgendwo Raketen abgefeuert. Aus dem Gebäude da. Ich suche immer noch nach Waltz, LeWarne. Ich finde kein Verbandszeug. Vergiss es, LeWarne! Such einen Ausgang und nix wie raus da! Aiden, wenn die Raketen hier abgefeuert werden, müssen wir sie finden. Mach ich. Aber erst muss ich Waltz finden. Diesmal kommst du nicht davon, hörst du mich? Mal sehen, wo das Ding herkommt.
Haltet ihn auf. Mia! Mia? Mia, bist du das? Wie komme ich dorthin? Oh, Waltz! Waltz? Waltz! Waltz! Was? Was tun Sie da? Ich muss dahin. Waltz! Waltz! Was tun Sie da? Waltz?
habe den Hangar mit den Raketenwerfern gefunden. Auf der unteren Ebene, unter Block G. Da sind ganz viele. Die Stadt wird die nächsten Angriffe nicht überleben. Was? Du solltest doch hier raus! Verschwinde, sofort, hörst du! Luan? Scheiße! Genug mit dem Katz-und-Maus-Spiel, Aiden. Geh, ich will dich nicht umbringen. War das mir? Haben sie hergebracht? Ja, jetzt geh, solange du noch kannst. Das war meine letzte Warnung. Was soll denn das alles? Wozu brauchen sie mir? Ist sie... Sie ist am Leben? Sozusagen. Aber warum? Warum haben sie sie gefoltert? Du erinnerst dich wirklich an nichts mehr, oder? Geben Sie mir den Schlüssel und stoppen Sie die Raketen. Es ist schon zu spät. Zu spät? Diese Stadt hatte ihre Chance, Aiden. Vor Jahren, bevor mein Werk zerstört wurde. Viele starben. Doch noch mehr werden gerettet. Was? Was zum Teufel reden Sie da? Warum jagst du mir hinterher, Aiden? Was willst du? Ich habe es mir versprochen. Was versprochen? Warum gibst du weiterhin vor, die Wahrheit nicht zu... Konzentrier dich, Aiden. Erinnere dich... Wirst du sie heilen? Ich tue, was ich kann. Sie ist schwach. Viel schwächer als andere Kinder. Deswegen hat sie sich angesteckt. Du aber kannst sie retten, Aiden. Es sei denn, du weißt, man will mir die Forschung wegnehmen. Keiner begreift, wie nah wir an einem Heilmittel sind. Was auch passiert, wir müssen... Wir müssen zusammenhalten. Wirst du bleiben? Nein. Du hast es nicht ihr versprochen, sondern nein. Mir. Nein. Nein, nein. Sie haben uns gefoltert. Uns wehgetan. Uns beiden. Nein. Aiden, ich würde meinem eigenen Kind nichts antun. Mia ist meine Tochter. Und das weißt du. Hab dich! Papa! Nein! Ich finde euch! Ich wollte nach einem Heilmittel suchen. Für sie, für alle. Mit deiner Hilfe. Und ich finde eins, was es auch koste. Deswegen brauche ich diesen Schlüssel. Waltz? Waltz, halt! Raketenabschuss in Kürze. Begeben Sie sich zum nächsten Bunker. Waltz! Wir müssen sie stoppen! Noch einen Schritt und ich leg dich um. Her mit dem Schlüssel! Die Raketen werden die Stadt auslöschen! Es gibt keine andere Möglichkeit. Der Prozess darf nicht aufgehalten werden. Ich kann das nicht zulassen. Dann musst du sterben. Stadt eintauschen! Dass ich das... Ich werde Mia retten!
Am Ende bist du nur ein Mensch, Aiden. Mir ist meine Tochter. Du hast das entschieden. Große Taten brauchen große Opfer. Du zwingst mich, das zu sehen. Mir nicht meine Tochter nehmen. Ich lasse nicht zu, dass du sie tötest! Sie ist meine Tochter! Du würdest mir gegen diese verfluchte Stadt eintappen! Gegen diese verfluchte Stadt eintauschen! Geh! Ich wollte dich töten! Große Taten brauchen große... Bist du nur ein Mensch, ey! Passiert! Uns läuft die Zeit davon! Du bist... Wird keiner überleben! Das liegt in der menschlichen Natur! Du bist stärker geworden, aber mich bezwingst! Du wirst scheitern, Aiden! Du bist stärker geworden! Sie ist... X-13 war für ein paar besondere Auserwählte! Dieser Ort ist Mias einzige Chance. Du wirst scheitern, Aiden. Du bist stärker geworden, aber mich bezwingst du nicht. Du wirst scheitern, Aiden. Du bist stärker geworden! Villedor! Diese Stadt ist nicht zu retten! Villedor wird bezahlen! Ja!
Waltz, das ist die letzte Chance. Du warst schon immer so, Aiden. Ehrlich, edel. Deswegen hat sie dich so sehr geliebt. Es waren die Politiker, die GRE-Feiglinge und edle Bürger, die uns alles genommen haben. Sie haben meine Forschung gestoppt, dich und die anderen Kinder auf die Straße gesetzt. Sie wussten, dass die Tests unsere einzige Chance waren, das Heilmittel zu finden. Für mir, für alle. Sie wissen, dass ich Mia retten möchte, wie Sie. Aber es muss einen anderen Weg geben. Den gibt es. Gib auf, Aiden. X-13 ist Ihre letzte Chance. Raketenabschuss in Kürze. Begeben Sie sich zum nächsten Bunker. Warum willst du überhaupt eine Stadt retten, die dir nichts als Schmerz und Leid gebracht hat? Weil das nicht stimmt. Hier leben viele gute Menschen. Männer, Frauen, Kinder. Alle kämpfen ums Überleben. Ums Menschsein. Wenn sie wirklich ein Heilmittel suchen, würden sie alle in den Tod schicken? Würde Mia das wollen? Was, wenn sie erfährt, dass alle nur wegen ihr gestorben sind? Begeben Sie sich zum nächsten Bunker. Du hast recht, Aiden. Du hast recht. Das würde sie nicht wollen. Deswegen darf sie es nicht erfahren. Niemals. Waltz. Waltz, nein! Waltz, wo ist der Schlüssel? Du warst
warst schon immer etwas Besonderes. Stärker als die andere, aber du liefst davon. Walls, der Schlüssel. Ich will sie nicht umbringen. Du denkst, nur die Infizierten seien die Krankheit. Du bekämpfst sie, bis das Licht endgültig erlischt. Und trotzdem siehst du nicht, dass uns nur ein paar Minuten Dunkelheit von ihnen trennen. Der Schlüssel ist bei mir, in der Maschine, die sie heilen wird, Aiden. Da kommst du nicht dran. Nein, Wolf, Wolf, nein! Waltz! Jetzt muss Schluss sein! Gib mir den Schlüssel, oder du bringst alle um! Kapiert? Aiden! Nein! Mia, geh zurück! Sofort! Mia, bist du das? Aiden! Was ist mit dir passiert? Mia, der Schlüssel. Ohne ihn wird die Stadt vernichtet. Dein Beatmungsgerät. Ich flehe dich an. Es ging zu weit. Mia, beeil dich! Du brauchst Sauerstoff, verstanden? Ohne den kann ich dich nicht heilen. Du versuchst schon seit Jahren, mich zu heilen. Ich will nicht mehr. Rette diese Menschen, Aiden! Nein! Oh mein Gott! Nein! Mia, bitte atme. Schatz, bitte atme. Hilf mir! Beeil dich, der Generator. LeWong, du solltest doch dort raus! Schlechter Zeitpunkt für deine Glockennummer, Aiden. Hast du Walls? Ja, LeWong, ich hab Mia gefunden. Und der Schlüssel? Er ist weg! Was? Der Schlüssel wurde zerstört, LeWong! Dann stell ihn wieder her, Aiden. Die Raketen werden die Stadt vernichten! Ich bin im Kontrollraum. Ich versuche, den Startvorgang abzubrechen. Mach schnell!
Letzte Chance! Da passiert nichts. Fuck, Aiden! Aiden, tu das nicht! Ich kann ihn nicht aufhalten, Levon. Und der Sturm? Was, wenn wir der Stadt den Strom abdrehen? Dafür müssten wir zum Solarkraftwerk. Das ist zu weit weg. Nein! Oh nein, 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 nein. Irgendwas muss es doch geben. Der Abschuss-Countdown hat begonnen. Die Raketen. Wir könnten sie sprengen, bevor sie starten. Mit Sprengstoff aus dem Lagerhaus. Okay. Okay, das könnte klappen. Ich kümmere mich um... Warte, Levon, lass mich... Halte sie auf, Aiden! Sie wird alles zerstören! Der Abschuss-Countdown hat begonnen. Aiden, ich hab den Sprengstoff. Aber er muss manuell gezündet werden. Ich mach das. Verschwinde du von hier. Falls sie X-13 zerstört, wirst du alle verlieren. Alle, die du liebst. Ich bin bereit zur Zündung. Lauf! Ist es diese Stadt wirklich wert, dass du alles verlierst? LeWarn, ich habe Frank versprochen, auf dich aufzupassen. Frank hat immer behauptet, ich würde mal die Stadt retten. Das ist dann wohl mein Zeichen. Nimm einen Hemmstoff, Aiden. Du kannst sie noch aufhalten. Rette dieses Labor. Rette mir, solange du noch ein Mensch bist. Jetzt hat sie nur noch dich. Aiden, bitte. Geh. Nur so ist die Stadt zu retten. Ich lasse dich nicht einfach so sterben, LeWarn. Selbst wenn die Stadt den Preis bezahlt. Sie bedeutet mir alles, Aiden, verstehst du? Wir können nicht beide sterben, jetzt geh endlich! Ich kann nicht. Es tut mir leid. Ich habe versagt. Es tut mir so leid. Aiden, tu das nicht! Ich warne dich! Verschwinde hier, du Freak, sonst jage ich dich mit in die Luft! Aiden, bitte! Ich mach keinen Spaß! Wir müssen nicht zusammen sterben! Ich will die Stadt retten! Ich muss sie retten! Aiden, bitte! Kehr verdammt nochmal um! Ich hole dich hier raus! Wir holen dich da raus und kümmern uns dann um die Raketen. Die Zeit reicht nicht mehr. Hörst du mich? Stopp! LeWarn, bin gleich da. Aiden, warum zum Teufel hörst du mir nicht zu? Wenn du glaubst, mir läge was an dir, liegst du falsch. Noch eine Bewegung. Ort in die Luft. Kapiert? Du schaffst es nicht rechtzeitig raus? Oh, Pech! Aiden, ich hab deine Schwester. Hol Awani hier raus! Diesen Scheiß in die Luft! LeWarn, verschwinde von hier. Ich mach das. Zum letzten Mal, Aiden. Verpiss dich von hier! Ich lass dich hier nicht sterben! Aiden! Oh nein! Oh.
Ein Wunder, dass die Kantine die Katastrophe überstanden hat. Ein Wunder? Absolut. Nicht einmal kaputte Flaschen. Aber keine Kundschaft mehr. Die halbe Bevölkerung liegt unter Trümmern. Was darf sein? Bier. Aber nur, wenn es nicht schal ist. Nicht übel. Ein Paket von Baines. Für Juan Rainer. Der hat sich nach den letzten Protesten gegen die Essensknappheit in seinen goldenen Käfig weggesperrt. Jetzt scheißt er sich aus Angst vor einer Meuterei in die Hosen. Seine Soldaten töten jeden, der sich dem Schiff auf 5 Kilometer nähert. Was auch immer er macht, er hat viel guten Whisky bei sich. Kam einer meiner Leute in letzter Zeit hier durch? Du meinst ein Pilger? Warum fragst du? Ich suche einen Freund. Ich dachte, er wäre hergekommen. Hier war ein Pilger. Ist er aber nicht mehr. Wo ist er hin? Wohin auch immer ihn die Straße führte. Wie bei euch allen. Hat er hier gefunden, wonach er suchte? In gewisser Weise. Er soll seine Schwester gesucht haben. Hat aber jemand anderen gefunden. Näher als gedacht. Und er entschied sich, sie um jeden Preis zu retten. Warum ist er nicht geblieben? Das heißt, er veränderte sich. Er nahm ein Mittel, das ihn zerstörte. Leute wie er sind auf der Straße besser aufgehoben.